YouTube Deutschland und damit herzlich willkommen zurück in der dritten deutschen Fortszene. Let's go! Wir sind wieder da und heute möchte ich euch erzählen, was alles so abgegangen ist, was ein Lehrgang war, wie es weitergehen soll mit diesem Kanal. Und ja, ich muss kurz auf diesen Spickzettel gucken, ja? Danach kommen wir zum Kalender, denn da stehen ein paar Projekte an. Stream, klar. Gebrochen und Salz, das Q&A und ich habe noch eine Videoempfehlung für euch, aber da schauen wir jetzt mal rein. Okay, Energie aufgebraucht. Okay, Leute, okay, wir kommen wieder runter. Das war, ich war auf Lehrgang oder auch mehr oder weniger Urlaub. Nein, also ich war, habe natürlich viel gelernt, na, ist ja klar. Ich hätte gern mehr gelernt, aber anderes Thema. Nee, davon möchte ich gerne nicht in diesem Video unbedingt erzählen, sondern einfach in den kommenden Videos peu à peu und im Stream. Wenn das für euch in Ordnung ist, also wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch ein eigenes Video darüber machen. Aber ich habe immer Schiss. Die es nicht wissen, ja, Zoll und so. Ich will ja nicht wie die hier enden. So, dementsprechend passe ich auf das, was ich sage, denn als Beamter darf ich mich nicht politisch äußern. Und mir brennen dann immer so ein paar Dinge auf der Zunge, die ich über so einen Lehrgang dann sagen möchte, aber nicht kann, weil ich das dann politisiere. So, versteht ihr, wie ich meine? Aber egal, Leute, es gibt ein paar auch coole Stories. Die erzähle ich dann einfach in den Videos, ja? Können auch gar nichts gegen machen. Aber lasst mich bitte nicht aufspießen in den Kommentaren. Danke. Okay, wir gehen hier im Galopp durch. Es geht weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar, wie geht es weiter auf diesem, ich bin so schlechteren, Kanal? Ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Ich habe gerade mega gute Laune, mega viel Elan, man merkt es. Und so möchte ich in meinen Videos euch gegenüber eigentlich täglich rüberkommen. Man hat es jetzt, glaube ich, gemerkt, ich hatte ja vorproduziert für die Zeit, wo ich nicht da war. Da war die Stimmung mal mehr, mal weniger, mal. Also ich habe mir Mühe gegeben, sage ich mal, aber irgendwann hat es an mir auch genagt. Und ich glaube, das hat man auch gemerkt. Und das möchte ich eigentlich gar nicht, ja, also eigentlich soll das hier for fun sein, das ist ein Fun-Kanal, das ist ein Hobby, you know, man merkt es doch hoffentlich, dass das hier null kommerziell ist. Ich meine, dank euch habe ich mir all diesen geilen Scheiß leisten können, das ich sonst niemals gemacht hätte, ja. Das ist mein neues Baby, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, ja. Wie soll es denn dann weitergehen? Ich habe mir bewusst mehr Zeit gelassen. Ich bin jetzt seit anderthalb Wochen wieder da, aber ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, um erstmal wieder in den Job reinzufinden, weil da auch viele Sachen liegen geblieben sind. Und in YouTube musste ich jetzt auch tatsächlich wieder reinfinden. Ich hatte so eine kleine Depri-Phase oder habe noch so eine kleine Depri-Phase. Ich möchte es nicht runterspielen. Ich bin mir nicht sicher, ob es Depression ist. Das ist jetzt nicht attestiert oder so, aber Stimmungsschwankungen nenne ich es jetzt einfach mal. Maybe Depression, I don't know. Aber ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht, wie es mit diesem Kanal weitergehen soll. Denn ich habe gerade wirklich wenig Türen, wieder reinzukommen und gut zu werden in dem Spiel. Und ich glaube, dass das unter anderem auch ein Unterhaltungsfaktor für euch ist, dass ich nicht kacke bin in dem Spiel. Aber ich glaube, das wird sich einfach legen, wenn ich anfange zu spielen, by the way, mit Steffen oder Finn. Also ich glaube, ich brauche am Anfang einen Dude, den ich mir schnappe, mit dem ich Aufnahmen zusammen machen kann, um dann wieder langsam reinzukommen. Und dann kann ich, glaube ich, wenn ich einmal diesen Anschluss gefunden habe, kann ich anfangen, alleine wieder ein bisschen zu spielen, ein bisschen besser zu werden und dann auch gute Aufnahmen zu machen. Aber grundsätzlich möchte ich trotzdem, und bitte verzeiht mir das, also ich werde immer in dieser Forts-Bubble bleiben, glaube ich. Im weitesten Sinne zumindest. Ich möchte gerne weiterhin Turniere und Projekte sowas begleiten, was zumindest von offizieller Seite kommt, weil mir das auch selber viel Spaß macht. Gleichzeitig möchte ich aber auch mich ein bisschen ausprobieren und andere Dinge mal zeigen, die ich cool finde. Und da schweben mir gerade mehrere Dinge im Kopf herum. Und die werde ich dann einfach mal so probeweise auf YouTube bringen und mal so ein bisschen euer Feedback dann abwarten. Und apropos Feedback, da müsst ihr euch mal kurz selber auf die Schulter klopfen. Ja, das sagt jeder Creator. Ich weiß, es ist total wack, aber die Kommentare, die ich bekommen habe von euch, die waren so super cute. Oh, da hätte ich ganz wuschig. Also wirklich, unter dem letzten Real Talk Video nur geile Kommentare, wirklich. Und dafür ein dickes Danke. Das ist nicht selbstverständlich. Wie gesagt, Experimente, das werden Solo-Games sein, aber ich werde auch meine alte Freundesklicke reaktivieren,
Wir wollen eigentlich MW2 spielen, aber wir kriegen die Verbindung gerade nicht hin. Das scheitert gerade ein paar Dudes, weil das Spiel einfach so alt ist. Anyway, falls wir das nicht zum Laufen kriegen, kommen andere coole Games so mit einer Gruppe. Ich würde aber auch ein paar vielleicht mit den Jungs aus der deutschen Forge-Szene mal zu... Also ich bin da gerade so ein bisschen... Ich mache mir Gedanken, wie man so ein bisschen loskommt von Forge, weil ansonsten gehe ich mental, ja? Ich weiß, Papa Platte hat jetzt letztens Forge gespielt und ich war so, oh mein Gott, es ist wieder Aufwind da, weil auch wenn man sich versucht, von den Zahlen irgendwie loszumachen, macht das trotzdem was mit deinem Kopf, wenn du siehst, dass die Zahlen nicht so sind wie immer, sondern theoretisch schlechter, was total scheißegal ist. Aber trotzdem macht es dich unterbewusst fertig und ich kann mich da nicht von frei machen, auch wenn ich es gerne würde. Und da ist YouTube auch, finde ich, super manipulativ. Don't cancel me, Algorithmus, please. Aber ja, I don't know. Ich kenne ja das, wenn ihr den Faden verliert, das war gerade so ein Moment. Ich mache einfach weiter mit dem nächsten Thema, denn gerade sprudeln die Gedanken nur so aus meinem Kopf hinaus. Und es sind einfach super viele und es ist einfach super unstrukturiert, aber energiegeladen. Ah, hey. Oh, ich habe wieder Bock, Videos zu machen gerade. Das war nicht die ganze Zeit so, ehrlich gesagt. Am Anfang dachte ich so, als ich wieder hergekommen bin, so... Uff, du musst jetzt wieder... Muss, ne? Allein das ist schon dämlich. Du musst jetzt wieder Content produzieren. Na gut, schauen wir in den Kalender. Der Kalender sagt, dass heute Mittwoch ist, ergo Stream, aber wir werden nicht direkt mit Forts rein starten, sondern wir spielen eine Runde Mechabellum gegen Edo P. Oh, ich freue mich sehr, mit Edo zu spielen, weil... auf der Bonchevalan habe ich ihn ja das erste Mal persönlich kennengelernt und übelst nicer Dude einfach und das hat super Spaß gemacht und Mechabellum ein bisschen hat es mich gehuckt damals und dementsprechend, ja, spielen wir heute Abend mal ein bisschen Mechabellum gegen Edo, freue ich mich sehr drauf. Und ja, mal gucken, ob danach noch was folgt. Ansonsten sind wir diesen Samstag, also am 15.07. wieder live und dann startet die FPL Season 2. Ist ganz wichtig, dass ich das schon eben hochgehalten habe, sonst hätte das keiner gecheckt. Daher unbedingt einschalten heute Abend, dann freue ich mich auf euch, endlich wieder live mit euch zu interagieren. Es war mir leider, ich habe versucht, eine mentale Auszeit zu nehmen, deswegen habe ich keine Kommentare beantwortet und jetzt rückwirkend zu beantworten ist auch irgendwie weg, aber ich lese jeden Einzelnen, da könnt ihr euch sicher sein. In diesem Sinne, schreibt weiter so nette Kommentare. Ja, als nächstes hätte ich da noch die Projekte, die mehr oder weniger ausstehen. Und da haben wir einmal das Gebrochen und Salzig, das Dritte und einmal das Q&A. Ich habe nichts in die Richtung gemacht, ich habe wirklich komplett Auszeit genommen. Und das Gebrochen und Salzig, mir schweben so viele Ideen in meinem Kopf rum. Aber ich habe leider nicht die Energie... Kreativschaffende kennen das vielleicht unter euch. Da fehlt einfach gerade dieses Fünkchen Energie, das mich antreibt, dieses Projekt zu machen, weil ich weiß, dass es super viel Arbeit ist und ich wieder viel zu perfektionistisch bin. Und das macht dieses ganze Projekt ein bisschen kaputt und das tut mir auch mega leid, aber da habe ich gerade Blockade einfach, Schreibblockade, übelst. Und das, obwohl ich mega geile Dinge geplant habe und Zusagen und hast nicht gesehen, aber ich krieg's nicht geschissen. Und ja, das Q&A fühle ich gerade einfach nicht so. Also, das würde ich, also, weiß ich nicht. Fühlt ihr das? Ich nicht. Gerade. Also, der Zeitpunkt ist gerade einfach nicht gut. Vielleicht ist der irgendwann anders besser und ich mach's dann. Aber gerade, fühle ich noch nicht so. Ja, und zu guter Letzt habe ich noch die Videoempfehlung für euch. Wobble, wobble, wobble. Also, das... Also, zu guter Letzt habe ich noch die Videoempfehlung für euch, denn der liebe Kurt, der hat einen Urlaubsvertreter-Video für mich gemacht und ist mir dann nicht zugeschickt, möchte ich an dieser Stelle kurz betonen. Nicht wie er in seinem Video behauptet, ich habe es nicht hochgeladen, er hat es mir aber nicht zugeschickt. und das ist genial. Ne? Und da kommt auch noch Teil 2 oder so, hoffe ich auf jeden Fall, denn das sind Steffen, Kurt und ich am Sandstrand, an der Nordsee bei mir.
Und wir nehmen dann Wer bin ich auf? Und es ist einfach godlike gecuttet und solch Content, ey, da hätte ich so Bock drauf, den zu produzieren, weil es ist so hilarious. Und ich bin nicht so klein, damit wir das mal kurz festhalten können, ja. Das sieht einfach nur weird aus, weil das eine Weitwinkelkamera ist. Und Steffen 3,80 Meter ist. What am I supposed to do? Und Kurt ist halt Kurt. Nein, aber schaut da auf jeden Fall vorbei. Es ist mega witzig geworden. Und dann gucken wir mal so, wann wieder regelmäßiger Content kommt. Das wird sich jetzt so ein bisschen einspielen. Meine Nase ist noch ein bisschen verschnupft. Ich hatte da Äderchen geplatzt. Äderchen, Digga. Das war nicht so geil und deswegen schnupft die Kacke hier noch. Aber da bin ich fleißig am Cremen nach meinem HNO-Besuch und ich möchte euch mit Details verschonen. Anyway. Verzeiht das, es geht einfach nicht anders. Aber ich freue mich. Und was ich auch noch generell sagen will, was mir gerade noch so spontan in den Kopf kommt, ohne jetzt irgendwie diese Struktur zu sehr zu brechen wollen, gibt es hier überhaupt Struktur? Ich weiß es nicht. Ich habe übel Bock, wieder zu casten. Auszurasten und zu casten. Einen richtig geilen Cast zu machen. So versteht er, wie ich meine. Da habe ich gerade richtig, richtig Bock drauf. Übelst Bock. Und sagt mir mal, ob die Mikrofoneinstellungen gut sind oder nicht, weil jetzt, das war jetzt ein energetisches Video. Ah, ja. Und deswegen muss ich mal gucken, wie Sound ist, aber ich werde es ja auch in der Post-Pro merken, aber müsst ihr mir mal sagen. Ja. Danke. Euer Salzi ist wieder da. Und wir hören uns, Leute. Haut rein. Tschüss. Ich habe gerade das Outro nochmal gesehen in der Post-Pro, ne? Und holy shit. Psycho, was hast du damals nur für ein legendäres Stück gebastelt? Wirklich wunderschön. Da muss man mal für ein Like für da lassen, oder? Leute, komm schon.